Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die EMIM-Box von der Mason Family. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. EMIM, das steht für einmal Mason, immer Mason, von der Mason Family, die sich ja aus zwei Rappern zusammensetzt, nämlich einmal aus Karma und einmal aus Cinema. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-weiße Box und es sieht aus wie so eine, ja, wie so eine Jeans, wie so ein Jeanshemd, so ein Oberteil. Beziehungsweise hier haben wir dann noch so einen, also einen Aufnäher. Mason Family EMIM. Dann lesen wir hier unten noch 136 bzw. 136. Also 136 der Code. EMIM AKF, also auf keinen Fall das Label. Hier hinten zieht sich diese Jeans-Optik weiter, in diesem Schwarz und Weiß. Dann haben wir noch einen Barcode und die Credits. So, dann haben wir hier als Inhalt einmal das Album an sich, ein T-Shirt, einen Patch, drei Sticker und ein Poster. Box, eine reguläre Klappbox, von innen weiß. Und dann kommen wir auch gleich zum Album. Das Ganze noch eingeschweißt. Bedeutet, wir werden das Ganze mal öffnen. Also aus dem Plastik befreien. Also wir haben es hier zu tun mit einem Digipack. Mason Family EMIM lesen wir hier hinten. Cover 1:1 wie auch schon auf der Box. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Und zwar haben wir drei CDs. Wir haben einmal das Album EMIM. Dieses hat 18 Tracks. Also 16 Tracks plus 2 Remix Tracks. Dann haben wir CD 2. Darauf haben wir die Instrumentals. Und dann haben wir CD 3, die Kampfhund EP. Mit nochmals 5 Tracks. Vom Album, also von diesen 18 Tracks, muss ich sagen, sind meine Favoriten der Track Nummer 4, Patronen fallen, und der Track Nummer 15, Mike Tyson Blick. Die haben mir am besten gefallen. Dann haben wir hier nochmal die Interpreten, also Cinema und Karma. Auch hier nochmal. Und das Ganze sieht dann so aus. Jetzt schaue ich mal, jawohl, hier ganz links haben wir ein Booklet versteckt. Cover kennen wir bereits. Auch hier wieder die Tracks aufgelistet. Und dann haben wir hier alle Tracks mit den Infos, wo das aufgenommen wurde, beziehungsweise wer den Beat gemacht hat. Also relativ minimalistisch das Ganze, das Booklet gehalten, aber die wichtigsten Infos hat man hier für einen Blick. So, dann haben wir hier nochmal Mason Family stehen. Die Disc 1 mit dem Album EMIM, einmal Mason, immer Mason. So sieht das aus. Und dahinter kommt auch nochmal zum Vorschein EMIM. Dann haben wir CD Nummer 2, diese beinhaltet die Instrumentals. Sieht so aus. Und dann natürlich noch die CD 3, die Kampfhund EP. Und diese sieht dann so aus. Mason Family Kampfhund EP. Und dahinter so eine Felloptik. Schönes Digipack. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Einmal, zweimal, dreimal.
dreimal derselbe Sticker, allerdings das ist spannend, weil diese zwei Sticker hier sind ident und der dritte, jetzt dachte ich ganz kurz, das wäre eine Unterschrift, aber hier dürfte irgendwie, weiß ich nicht, Fehldruck oder irgendwie verunreinigt, ich kriege es jetzt auch nicht ab, also ich lasse jetzt mal so. Also dreimal dasselbe Sticker, quadratisch, das sind die Label-Sticker AKF auf keinen Fall hier zu lesen. Dann haben wir diesen Aufnäher, Mason Family in Schwarz und Weiß, relativ groß. Fällt mir richtig gut von der Optik. Erinnert natürlich so ein bisschen an Gang-Abzeichen von irgendwelchen Rocker-Clubs, also Hells Angels etc. Sieht aber gut aus und ist auch, also scheint auch sehr hochwertig verarbeitet zu sein. Dann haben wir noch ein Poster. Im Hochformat das Ganze. Also auch hier wieder Cinema und Karma abgebildet mit den bekannten Masken. Und hier unten in Rot und Weiß Mason Family zu lesen. Im Hochformat einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch ein T-Shirt. Dieses in Rot. Und das gefällt mir von der Optik richtig gut. Also rotes T-Shirt gefällt mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, 80-90% der T-Shirts in den Deluxe-Boxen sind entweder schwarz oder weiß. Daher fällt es natürlich doppelt auf, wenn da mal ein farbiges drin ist. Rot, top. Und speziell auch die Farbkombination schwarz und weiß in Kombination mit Rot, gefällt mir richtig gut. Und auch das Motiv kann sich sehen lassen. Also wir haben hier in der Mitte einen großen Totenkopf, links und rechts zwei AKs. Darunter lesen wir einmal Mason, immer Mason und oben EM, IM. Und hier im Totenkopf, etwas schwerer zu lesen, haben wir noch die 13.6. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das rote T-Shirt mit dem schwarzen und weißen Aufdruck. Oben lesen wir eben EM, IM. Darunter dann einmal Mason, immer Mason. Und hier in dem Totenkopf noch die 13.6. Gefällt mir, wie gesagt, richtig gut. Also speziell die Farbkombination Schwarz, Rot und Weiß finde ich immer sehr gelungen. Und wirkt auf jeden Fall mächtig, der Totenkopf mit den zwei AKs und den Patronen darüber und darunter. Also das hat auf jeden Fall was, kann man gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieser Patch Mason Family. Dreimal der AKF-Sticker quadratisch, das Poster im Hochformat einseitig bedruckt und das Digipack, welches das Album, die Instrumentals und die Bonus-EP, die Kampfhund-EP beinhaltet. Also jede Menge Inhalt. Das Ganze ja im Jahr 2015 erschienen und Mitte 2016 hat sich ja einer von beiden verabschiedet, meines Wissens Cinema, hat die Mason Family verlassen, also traurigerweise so viel zu einmal Mason, immer Mason. Aber ja, passiert leider das ein oder andere Mal im Musikgeschäft, speziell in Sachen Deutschrap. Das alles gibt es in dieser wunderbaren Box, EM, IM, einmal Mason, immer Mason von der Mason Family. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Mason Family unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.